Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Audemars 8. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Herr Kecklich und falls du neu dabei sein solltest, ich hoffe, dir gefällt diese Folge. Und auch das Let's Play. So, in der letzten Folge haben wir hier die Häuser fertiggestellt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir letzte Folge das noch gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall mit Wege angefangen. Sind dann in eine Woche, oder beziehungsweise eine Woche, stimmt eigentlich, eine Woche in eine Pause gegangen. Und jetzt sind wir wieder hier und wollen die Wege weitermachen. Ich wollte gerade mal gucken, warte mal, weil es wurde geschrieben von der lieben Jana Batsch, vielleicht hätte ich mir die Paneele ja auch sparen können, beziehungsweise die Steinpaneele. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das meinte. Ich habe mir die Folge nicht nochmal angeguckt, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie das meint. Ich probiere es einfach mal hier. Ja, der macht jetzt den kompletten weg, macht aber nichts. Oh Gott, mein Inventar, es ist so voll. Es ist voll. Irgendwie, ich finde das immer so klein, ne? Also in letzter Zeit ist mir das wieder ein bisschen zu klein, aber wenn wir jetzt wieder ändern, dann ist es wieder viel zu groß. Deswegen lassen wir das einfach mal so. So, Bricky Spruce Planks machen wir erstmal da rein. Da sind sie. Warte mal, ich könnte das eigentlich auch direkt mal so ausprobieren. Aber theoretisch dürfte das gar nicht funktionieren. Nee, das geht nämlich nicht, siehste. Das geht nämlich nicht. Ja, weil ich kann dir erklären, warum. Der Slab, der sieht zwar zur Hälfte aus, aber der nimmt einen Block ein. Das bedeutet, wenn ich den hier drauf stelle, ne, ist das frei, weil der Slab einen Block einnimmt. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt hier wieder einen drauf mache, ne, theoretisch könnte man so machen, ne, weil es von derselben Sorte ist, das könnte man so auch machen. Aber andere leider nicht. Das ist halt so, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, ne, deswegen mussten wir das so machen. Falls es das war, was gemeint wurde, jetzt weißt du's. So, warte mal. Ja, ich höre mich zwar ein bisschen noch verschlafen, an, kleinen Mittagsschlaf gemacht. Und irgendwie höre ich mich an, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, die Nacht durchgemacht. So, warte mal. Aber ich kann jetzt nicht den nehmen, ne? Nee. Block the word, block and need is can it be, bla bla, info, bla bla bla, blocks. Gut, dann einmal, ah nee, das war schon richtig, einmal Fichtenstamm und dann nochmal einmal Bruchsteinziegel und dann machen wir einmal zack und einmal zack, ne? Das wäre nämlich so richtig gewesen. Ich wüsste halt nicht, welche Paneele sie noch meinen könnte, weil Paneele sind eigentlich, Paneele, das sind ja keine Paneele, das sind ja Frame Slabs, ne? Paneele sind ja, haben wir hier noch Paneele dabei? Ne, Paneele Anderson, die wir auch da dran haben. Ne? So, okay. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Wege weiter und dann schauen wir mal. Genau, wir brauchten die. Da brauchen wir noch ein paar mehr von. Ah ja, stimmt, wir müssen... Ah ja, stimmt, da war ja was. Wir müssen noch auf Fichtenstamm-Dings gehen. Auf Fichtenstamm-Dings. Das habe ich, glaube ich, erstmal so gelassen, ne? Ja, 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 ja. Hier müsste noch ein Weg. Da bauen wir wieder Floorboards für. Und ich bin mal gespannt. Ich habe ja jetzt bald Urlaub und da werde ich sehr, sehr viel Minecraft aufnehmen. Also es kann sein, ne? Wie gesagt, das ist jetzt hier noch in derselben Woche. Wenn du das Video siehst, das müsste der Montag sein. Ich nehme einen Tag davor auf. Sind wir noch relativ aktuell, was die Zeit angeht. Aber natürlich, wenn ich mehr Zeit habe, nehme ich natürlich auch mehr auf. Und mittlerweile habe ich wieder so einen richtigen Hype bei Minecraft. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, habe wieder richtig Bock. Und dann müssen andere Projekte auch mal dann zur Seite. Weil wir sind momentan ein bisschen auch noch wieder mal in der RP-Bubble. Ne, aber man merkt schon, dass das so langsam, ja, es ist schon so langsam wieder Zeit eigentlich zu gehen. Ne, ich meine, es macht noch Spaß
Und momentan ist das so, und das war es ja auch schon immer. Und eigentlich, ja, war ich nicht mehr so ein Fan davon, ne? Weil du jetzt eigentlich nur noch da bist wegen den Leuten. Was natürlich auch nicht schlimm ist. Warte mal, dann müsste ich es hier aber auch machen. Was natürlich nicht schlimm ist, aber irgendwie, RP ist halt so, findet gar nicht mehr statt. Ne? Und das ist immer so, ja. Pass auf, ich mache jetzt erstmal die Floorboards, da hinten mache ich es auch nochmal. Hier nicht, da kommt ja noch was hin. Hier, theoretisch kommt auch noch was hin. Aber hier. Das müsste ein Zweier gewesen sein. Nee, das war ein Dreier, genau, weil es ja jetzt außen wieder ist. So, schauen wir mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau, sehr schön. Oder meinte sie die... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mir die Folge nicht nochmal angeschaut. Ja. Und wie gesagt, ne, eigentlich, dass man nur noch wegen den Leuten da ist. Aber wirklich ist es... Du merkst halt auch immer, dass es halt immer ist, ja. Ich glaube, also danach, wenn das vorbei sein sollte, werde ich auch nichts mehr Neues anfangen. Gar nichts mehr Neues. Auch nicht irgendwie Red Dead-mäßig. Nee. Ich habe keine Lust mehr. Danach habe ich dann wirklich keine Lust mehr. Jetzt momentan ja, ne? Aber danach nein. Dann sind die Tage dann wirklich gezählt, weil, das war eigentlich nur, oder habe ich tatsächlich nur wieder angefangen, weil mir danach war, wieder neue Leute kennenzulernen, was natürlich auch sehr gut geklappt hat und ich bin sehr froh drum, tatsächlich. Da sind viele neue Internet-Freundschaften, oder was heißt Freundschaften, das ist ja noch nicht was Freundschaften, Bekanntschaften entstanden, ne? Und man hat auch wirklich Spaß miteinander. So, warte mal, wo war denn jetzt nochmal das Board? Aber ab irgendeinem Zeitpunkt merkst du halt einfach nicht, weil, ja gut, der Server auch ein bisschen in die Brüche geht oder reinscheißt, weil es kann ja nicht sein, sage ich jetzt mal offen und ehrlich, dass du einfach nur eine Frage stellst in einem Support-Ticket und du schon fast einen Monat wartest auf eine Antwort, du dann nochmal dich rückversicherst, ob da irgendwas kommt, nochmal schreibst, hey, wie sieht's aus, kommt da noch was? Und da kommt rein gar nichts. Das ist es doch, ne? Genau. Wir brauchen den Hammer, wir brauchen die Framed Slabs. Den Hammer haben wir. Haben wir noch Framed Slabs? Ja, ein bisschen. Ein bisschen Framed Cube. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Dass halt einfach so ein, ja, auf gut deutschen Fick draufgegeben wird. Ja, weiß ich nicht. Deswegen macht es auch keinen Sinn, da irgendwas, wenn mal, du hast immer wieder Situationen, wo Leute reinscheißen, du hast immer wieder Situationen, wo halt übertrieben wird und so weiter und so fort. Aber du merkst halt an dem Server-Team, sorry, wenn ich das so sage, aber wenn du keinen Bock hast, dann lass es einfach sein. Ist halt einfach so. Und das ist meine ganz klare Meinung und es soll mir auch scheißegal sein, ne? Wer was darüber denkt oder wer dieses Video jetzt sieht oder wie auch immer, es soll mir scheißegal sein, weil im Endeffekt ist es immer noch ein Spiel. Ich bin an nichts gebunden, mehr oder weniger. Klar, ich bin 12er oder beziehungsweise OG von einer Gang. Das ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur, ja, was weiß ich nicht, was ist. Normaler Zivilist, weißt du, da hängt ja natürlich ein bisschen mehr dahinter. Du hast deine Leute und so weiter und so fort. Das ist dann halt nochmal so ein bisschen schwieriger, ne? So, warte mal, wie war das denn nochmal? War das so? Das ist nicht spooky, das ist Fichtenholz, das ist Fichtenholz. Haben wir nur die Fichtenholz jetzt? Ne, da. Und hier. Jo. So. Soll ich mal kurz pennen? Ja, und das ist halt, ne, da hängt halt mehr, viel mehr, da kannst du nicht einfach sagen, okay, pass auf, ciao, weg bin ich. Sondern, da musst du halt abwägen. Klar, natürlich, ich würde so freiwillig die Gang nie aufgeben, never ever. Das wäre mir halt dann tatsächlich auch ein bisschen zu blöd, sage ich ganz ehrlich, und auch ein bisschen feige.
Weil ich bin so eine Person, ich ziehe das dann wirklich bis zum bitteren Ende durch. Wenn mehrere Leute sagen, ey, pass auf, das macht so keinen Sinn mehr. Oder die Leute abhauen, weil es halt keinen Sinn mehr macht. Oder auch halt auch, weil die sich vom Server-Team irgendwie nicht unterstützt gefühlt. Hä, wie heißt das denn? Ja, du weißt schon, was ich meine. Ne? Nicht unterstützt. Fühlen, nicht unterstützt fühlen, so. dann kann ich das natürlich auch ganz klar nachvollziehen. Früher oder später, da braucht man nicht zu drüber diskutieren, wird diese Sache sich erledigt haben. Weil es, wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, muss man dann auch sagen, wo der Schlussstrich ist, oder auch einen Schlussstrich ziehen. Das tut mir natürlich auch in der Seele weh und, das ist auch, glaube ich, dieses ein bisschen so, ich will es halt auch einfach nicht aufgeben, ne? Aber ja, man muss sich dann an irgendeinem gewissen Zeitpunkt entscheiden, was will man? Macht das überhaupt noch Sinn? Ne? Weil du willst ja einfach nur deinen Spaß haben, du willst dein RP haben, du willst nicht wach werden und jedes Mal Kopfschmerzen haben, weil irgendwas wieder passiert ist, weil irgendjemand sich wieder beleidigt fühlt, weil jemand wieder was OC genommen hat. Ganz schlimmes Thema. Du denkst halt, du bist im Kindergarten, weißt du? Und du merkst halt auch, dass viele Leute, und ich war schon in einigen Konstellationen drin, oder beziehungsweise Fraktionen, sei es Gang, sei es Kartell, sei es Mafia, sei es PD, Medic, wie auch immer. Ich weiß, wie das da abläuft, ja, aber wenn sich gewisse Leute aufführen, oder beziehungsweise auf dem Papier steht halt Kartell oder Mafia, sich aufführen wie die größte Straßengang, eine Fresse am Kopf haben, weiß ich nicht, ob die vielleicht das Konzept nochmal durchlesen sollten, was sie überhaupt repräsentieren, ne, weil so macht das ja keinen Sinn. Und in keinem Universum der Welt hat ein Kartell oder ein Mafia irgendeine große Schnauze gegenüber eine Straßengang, weil die A, erstmal nichts mit zu tun haben und B, würde die Straßengang die Uzis ziehen und die einfach abknallen, ist halt einfach so. Ne, wenn man das mal so ein bisschen realistic betrachtet. Und da hört dann auch irgendwo der Spaß auf, ne, weil du dir dann auch so denkst, das kann irgendwo nicht wahr sein. Warum ist man so lost? Es fängt ja schon bei der Kleidung an. Wenn ich sehe, wie manche Leute rumlaufen und das einfach so larifari gehandhabt wird, aber es ja hier repräsentiert wird wie, ja, hier hast du dein bestes RP-Erlebnis und so eine Scheiße, dann denkst du dir auch, ja, dann mach doch mal was gegen, damit es so wird, weißt du? Und das sind halt so alte Kamellen, die ich jetzt auch wieder erzähle oder wieder, die ich wirklich erzähle, weil dieses Thema hatten wir ja schon oft genug gehabt. Aber es ist halt immer so ein Thema, worüber ich mich aufregen kann. Oder was heißt aufregen? Ich finde es halt einfach nur schade, weil eigentlich könnte es ja auch schön sein. Natürlich ist mit sowas viel Zeit verbunden. Und diese Zeit nehme ich natürlich auch gerne auf mich. Oder habe sie aufgenommen, weil ich da auch Bock drauf hatte. Aber irgendwann ist halt, ne, das Ziel erreicht, sagen wir mal so. Ne? Wenn du halt solche Leute dabei hast, wo du wirklich als Straßengang aufpassen musst, wie du dich gegenüber einem Zivi verhalten sollst oder verhalten musst, weil du ja Angst haben könntest, es könnte ja einer von der Mafia sein, es könnte ja einer vom Kartell sein, und du als Straßengang halt einfach gar keinen Spielraum mehr hast für irgendwelche Aktionen, für irgendwelche Sprüche, wie auch immer, weil jeder sich gleich beleidigt fühlt, wenn man als Straßengang, ne, wir reden von einer Straßengang, große Fresse hat oder mal einen Spruch drückt oder sagt mal, ne? Sch, Lampe. Oder sowas in der Art, ne? Also da frage ich mich dann halt, wie sehr gekränkt muss man sein, dass man da dann rumheult und dann zu irgendeiner Familie rennt oder zu seiner gehörigen Familie rennt und sagt, ja, der ist mit da und da. Weißt du, das sind solche auf Krampf erzeugten Situationen, auf die hat keiner Bock. Auf die hat keiner Bock. Weil sie auch null Sinn machen.
Ne? Und Sinnigkeit ist in dieser Welt von Roleplay echt eine große Rolle, finde ich zumindest. So, warte mal, was wollte ich da machen? Ah ja. Warte mal, ging das hier? Nee. Ach, warte mal. Stimmt, das ging ja nur beim Architekt-Cutter, ne? Wollten wir nicht eigentlich einen Warte mal, haben wir nicht hinten einen stehen? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir wollten auf jeden Fall einen herstellen, damit wir nicht immer zum Bauernhof rennen müssen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Vergangenheit John schon einen hergestellt hat und hier reingestellt hat. Nee. Hier haben wir immer noch unsere Fasern. Ich lasse ihn einfach mal wachsen. Wer weiß, für was wir ihn gebrauchen können. Warte mal. Den Architekts-Cutter, den müsste ich jetzt echt mal bauen. Ich glaube, wir brauchen Eisen dafür, aber wir haben kein Eisen. Wir brauchen Eisen, Steinstufe und irgendeinen Stamm. Eisen haben wir gar nicht mehr drin. Doch, Eisen haben wir. Aber keinen Stein. Okay. Was verkaufst du? Skyris-Ranken. Befiederung. Flugtempo, Skyris-Ranken. Oh. Warte mal. Repariert die Haltbarkeit von Rüstungen aus Werkzeug und Werkzeugen mit Experience. Produziert den Schaden aus dem meisten. Lässt das Werkzeug langsam. Der Wasser verbringen kann verbessert durch. Das sollten wir mal machen, ne? Warte mal, Diamanthelm, 45 Smaragde. Weil wir haben ja hier... Genau, da haben wir nämlich repariert die Haltbarkeit von Rüstungen und Werkzeugen mit Experience. Ja, das sollten wir machen. Okay. Endlich mal ein Händler, der auch mal was Vernünftiges anbietet. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Smaragde, wir brauchen Diamanthelm. Wir brauchen... Wo renne ich denn schon wieder hin? Genau, den Architekts-Cutter wollten wir herstellen. Haben wir vielleicht noch einen im ME-System, sage mal? Das könnte natürlich sein, aber natürlich auch nicht. Architekts-Cutter? Nee. Haben wir Steinstufen? Steinstufe. Da haben wir nur die polierten, die glatte Steinstufe. Okay. Ah, hier haben wir direkt drei. Sehr schön. Sag mir, dass wir hier noch Eisen drin haben. Ein Eisenblock. Okay, warte mal. Dann machen wir mal so, zack. So und irgendeinen Stamm, ne? Lass mich irgendeinen Stamm hier drin haben. Stamm. Hier geht das auch, Espestamm. Jo, zack, alles klar, dann haben wir den auch. Smaragde müssen wir drüber holen. Drübe. Drübe. Diamanten haben wir auch noch. Ich mache jetzt einfach mal ein. So. Oh. Fängt schon wieder an zu gewittern. Und theoretisch müssten wir ja noch eigentlich genug Diamanten, sag ich schon, Smaragde haben, weil wir die ja eigentlich nie gebraucht haben. Meine ich? Schauen wir mal. Smaragde, da. Ich brauche ja nur 45. Pass auf. Bla 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 bla. Blablabla, bla, bla, bla. 41, 42, 43, 44 und da 45. Dann machen wir das mal. Ne, weil das kommt uns natürlich auch zugute. Wie gesagt, mit der Leggings haben wir... Mit der Leggings. Mit der Hose haben wir das ja auch. Und wie gesagt, die repariert... Nee, wie heißt es denn? Repariert, Alter, was... Da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen selber lachen. Repariert. Repariert sich ja von alleine, beziehungsweise durch XP, ne? Und deswegen haben wir sie. Und die haben wir ja schon eine ganze Zeit lang. So, wo ist er? Ist er hier drin? Alle Klärchen, hallo. Zack, er damit. Geil. Sehr schön. Zack. Der kann dann erstmal hier rein. Den Architekts-Cutter, den packe ich mal jetzt... ja, hier können wir nichts platzieren, deswegen packe ich den einfach mal... Ich packe den mal hier hin. So.
Wir müssen auf jeden Fall Eichenholz, Fichtenholz holen. Mein Gott, was ist denn los, ey? Ja, man merkt schon, ne? Ich habe Mittagsschläfchen gemacht. So. Was ist das gerade für so eine schöne, dröhne Musik? Valiant Hearts. Ah. Okay, pass auf, das mache ich jetzt nochmal im Regen. Das will ich nochmal kurz abschließen. Dann ist auch schon wieder Folgenende. Aber dann müssen wir uns mal um Fichtenholz kümmern. Fichtenholz, Holz. Mein Gott, Alter! Heute habe ich es echt. Fichtenholz und Steinen. So, einmal hier. Das haben wir auch hier. Und ja, wie gesagt, vielleicht können wir das auch noch ein bisschen begrünen. Tatsächlich könnten wir da auch ein bisschen frischen, indem wir Floorboards nehmen. Und, uns, hier Erzdinger holen. Wie heißen sie nochmal? Ja, Erde. Ne? Hier. Sowas. Und die dann einfach damit undercover machen, weißt du? Ja. Könnte man vielleicht machen, aber erstmal müssen wir hier gucken, dass wir hier genug Fässer und so, ne? Ich will das halt so ein bisschen, was wir zwischendurch auch mal so ein Ding reinmachen. Keine Ahnung, ob ich da dann jetzt auch noch Holz mache, aber ich glaube, das wird zu viel Holz, deswegen lassen wir das so. Ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal weiter. Ah, ganz schön lang mit dem Hafen unterwegs. Ja, 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 das wussten wir ja schon vorher, dass das länger dauert. Alles klar, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Holge, Alter! Bis zur nächsten Folge! So, tschüss.